Die Geschichte von Berlin, die Hauptstadt Deutschlands. Wie ist diese wunderschöne Stadt entstanden? Das werde ich euch heute sagen. Der Name Berlin kommt von den Slawen und bedeutet so viel wie Ort in einem sumpfigen Gelände. Ah, und genau so ist es. Berlin wurde auf einem großen Moor gegründet. Aber gehen wir nochmal ganz kurz ein bisschen zurück in der Zeit. Denn nämlich schon vor 60.000 Jahren gab es die Menschen, die aber nicht viel machen konnten. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Interessant wird es erst im 4. Jahrhundert vor Christus, da die Menschen hier endlich lernten, wie man Ackerbau und Viehzucht betreibt. Das ist aber auch ein bisschen langweilig. Interessant wird es aber jetzt mal wirklich, als die Slawen im 6. Jahrhundert hier siedelten. Jedoch gab es keine Slawen, die genau in Berlin-Mitte siedelten. Vielleicht hatten sie ja da schon so eine Vorahnung. Ey, wollen wir nicht hier siedeln? Das sieht doch hier richtig geil sumpfig aus. Ach nein, Bruno, nein. Aber warum nicht? Verstehst du, Bruno? Ich habe da so ein Gefühl. Was für ein Gefühl hast du? Ich habe ein Gefühl, dass hier irgendwann richtig schlechte TikToks gedreht werden. Aber in dieser Gegend gab es auf jeden Fall die Havelslawen, genannt Heveler oder Hefele. Und die Sprewannen. Die Heveler hatten ihren Hauptsitz auf der Brennerburg. Im Jahre 750 bauten diese dann einen slawischen Burgwall. Die Sprewannen hatten hier ihr Zentrum gehabt, auf der heutigen Köpenicker Schlossinsel. Im 9. Jahrhundert bauten diese dann auch einen slawischen Burgwall. Im Laufe der Zeit breiteten sich die Sprewannen weiter aus. Der Sprewannenfürst Jaksa von Köpenick, quasi der Hauptmann, wurde 1157 vom Askanier Albrecht dem Bären geschlagen und vertrieben. Albrecht besaß dann dieses ganze Gebiet und gründete die Mark Brandenburg und ernannte sich selber zum Markgrafen von der Mark Brandenburg. Er ist quasi dieses Meme hier. Die Askanier, die hier dann lebten, gründeten auch langsam die ersten Dörfer um Berlin herum. Jedoch war Berlin immer noch nicht gegründet worden. Jedoch kamen zum Ende des 12. Jahrhunderts Fernkaufleute aus dem Westen. Hey, das ist doch ein voll guter Ort zum Siedeln. Was, bist du blöd? Mitten im Sumpf sollen wir siedeln? Wie sollen wir denn hier überhaupt handeln? Aber weißt du, warum wir hier siedeln müssen? Weil hier bestimmt irgendwann eine Großstadt entstehen wird. Nein, einfach nein, wir reisen weiter. Unsere Ressourcen sind jetzt hinüber. Wir müssen jetzt langsam siedeln. Ha! Und so, oder so ähnlich, wurden die beiden Siedlungen gegründet. Hä? Die beiden? Ja, nämlich Berlin auf der Nordseite der Spree und Köln auf der südlichen Seite. Aber wer war zuerst da? Das Berlin oder das Ei? Tatsächlich ist man sich bis heute unklar darüber, welcher Teil wann gegründet wurde. Das älteste Datum, was das bestimmen könnte, wäre 1198. Wir tun einfach mal so, als ob beide gleichzeitig gegründet wurden. Ey Bernd, warte noch kurz. Wir brauchen noch ein bisschen. Mann Herbert, ich will, dass wir beide Orte gleichzeitig gründen, damit jeder Historiker in der Zukunft darüber getriggert ist. Man muss aber auch wissen, dass beide Orte Gründungsstädte gewesen sind. Man wollte die Orte als Handelsplatz nutzen, um ein paar Handelsvorteile zu haben. Man wollte quasi den Siedlungen von Spandau und Köpenick die Kundschaft wegnehmen. Es waren also Orte, die von Händlern gegründet wurden und nicht von Slawen oder nicht direkt von Slawen. Zwischen den beiden Städten gab es aber auch ein paar Probleme. Kurz gesagt waren hier die Besitztümer von den Askaniern und hier die von den Vetrinern. Es gab den sogenannten Teltokrieg oder Teltokrieg, der von 1239 bis 1245 ging, ein bisschen sass, wodurch dann die Askanier fast den gesamten Raum von Barnim und Telto besaßen. Die Askanier besaßen somit fast alle Flächen der heutigen Stadtgrenzen. Was man hier aber nochmal erwähnen muss, Berlin ist nicht wie jede andere Hauptstadt, zumindest damals nicht gewesen. Sie war damals erst noch nicht wirklich groß und unterschied sich auch nicht wirklich zu den anderen Städten. Zumindest sorgten aber jetzt die Askanier dafür, dass sich die Doppelstadt weiterentwickelte. Dieser Fernhandelsweg von Magdeburg nach Posen wurde nach Berlin-Köln verschoben. Die beiden Markgrafen, Otto III. Und Johann I., gaben der Stadt viele Zollfreiheiten und generelle Regelungen, wodurch die Stadt immer weiter aufsteigen konnte. Berlin-Köln besaß sogar einen Mühlendamm zwischen den beiden Städten, wo logischerweise sehr viele Mühlen waren. Aber denkt nicht, dass die beiden Städte eine Stadt waren. Obwohl man sich viele Einrichtungen mit dem anderen teilte, gab es zwei Verwaltungen. Hier saßen Großkaufleute und Fernhändler. Ganz oben stand bei den beiden Verwaltungen der Schultheiß. Der was? Der Schultheiß war sowas ähnliches wie ein Vertreter der Markgrafen. Diese wurden auch Schulzen genannt. Und durch dieses Wort kommt auch die ganz typische Redewendung: Ach Mann, da hat der Schulze schon wieder eine sehr schwierige politische Entscheidung getroffen, mit der ich nicht einverstanden bin. Benutze ich fast jeden Tag. Logischerweise besaßen die beiden Städte auch Kirchen, und zwar diese hier. Die mittlere Schicht der Stadt bildeten Kaufleute, Handwerksmeister und Ackerbürger, die sehr viel ackern. Es gab hier sogar eine Bäckergilde, es gab hier sogar Tuchmacher. Was ist meine Bestimmung? Du produzierst Tücher. Oh mein Gott,
Ja, willkommen im Club. Im Jahre 1307 schlossen sich Berlin und Köln zu einer Union zusammen, um eine gemeinsame Bündnis- und Verteidigungspolitik zu verfolgen. Für den gemeinsamen Rat wurde ein drittes Rathaus auf der Langenbrücke errichtet. Nur leider starben dann die märkischen Askanier 1320 aus. Der aus dem Haus Wittelsbach stammende römisch-deutsche König Ludwig IV. Gab dann 1323 die Mark Brandenburg seinem ältesten Sohn Ludwig dem Brandenburger. Und schon von Anfang an war die wittelsbachische Regierung über Brandenburg von starken Spannungen geprägt. 1325 erschlugen und verbrannten die Berliner und Kölner Bürger den guten alten geistlichen Nikolaus von Bernau. Daraufhin verhängte der Papst über Berlin das Interdikt. Fritz, was ist ein Interdikt? Ein Interdikt ist das Verbot von gottesdienstlichen Handlungen. Es ist eine Art Kirchenstrafe. 1349 huldigten im Streit um die Mark 36 brandenburgische Städte dem falschen Woldemar in der Spandauer Zitadelle, bevor der Wittelsbacher wieder die Oberhand gewann. Und davon kommt noch die Redewendung: Mann, bist du ein falscher Woldemar! Ende 1351 ging Brandenburg an Ludwigs Halbbruder Ludwig den Römer. Und ab 1360 waren Berlin und Köln Mitglied der Hanse. Ludwig der Römer war so ein kleiner Troll gewesen und schloss aus Hass gegen seine bayerischen Brüder 1363 eine Erbverbrüderung mit Kaiser Karl IV. Die Mark Brandenburg soll also an Karls Sohn Wenzel gegeben werden. Dann ist er irgendwann gestorben und sein Bruder Otto wurde dann Nachfolger. 1373 fiel durch einen weiteren Vertrag Berlin dann nach einigen Auseinandersetzungen zwischen Otto und Karl mit der Mark Brandenburg an die Luxemburger. Ja, ihr habt richtig gehört, an die fucking Luxemburger. Was auch immer die da zu suchen haben. Im Jahre 1378 gab es einen Großbrand in Köln und im Jahr 1380 auch einen in Berlin. Dadurch wurde das Rathaus und fast alle Kirchen zerstört, wie auch leider der überwiegende Teil der Stadturkunden und Dokumente. Der Hohenzoller Burggraf Friedrich I. wurde 1415 Kurfürst der Mark Brandenburg bis 1440. Und die Mitglieder der Familie Hohenzollern regierten bis 1918 in Berlin. Die Einwohner Berlins haben diese Veränderung nicht immer begrüßt. 1448 revoltierten sie im Berliner Unwillen gegen den Schlossneubau des Kurfürsten Friedrich II. Eisenzahn. Geiler Name. Dieser Protest war jedoch nicht von Erfolg gekrönt und die Bevölkerung büßte viele ihrer politischen ökonomischen Freiheiten ein. Eine wirklich nicht so schöne Zeit für Berlin. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts gab es hier auch die Pest. Die Bevölkerung der Doppelstadt Köln-Berlin war stark dezimiert. Die Bürger von Berlin waren sogar ein bisschen vegan gewesen oder zumindest vegetarisch. Was tatsächlich sehr witzig ist. Nach der Pest versorgten sie sich aber mehr mit Fleisch. Berlin-Köln wurde nach 1448 zunehmend eine Residenzstadt für die brandenburgischen Markgrafen und Kurfürsten. Als Berlin-Köln Wohnsitz der Hohenzollern wurde, musste es seinen Status als Hansestadt aufgeben. Schon im Jahre 1442. Es ging mehr um die Produktion von Luxuswaren für den Hofadel. Die Bevölkerungszahl stieg im 16. Jahrhundert immer weiter an, bis zu über 10.000 Einwohnern. Und weil wir jetzt schon über das 16. Jahrhundert sprechen, springen wir am besten gleich mal rüber zur Neuzeit. Im Jahr 1510 wurden 100 Juden beschuldigt, Hostien gestohlen und entweiht zu haben. 38 von ihnen wurden verbrannt. Zwei wurden, nachdem sie zum Christentum konvertiert waren, geköpft. Alle anderen Berliner Juden wurden ausgewiesen. Nachdem ihre Unschuld nach 30 Jahren nachgewiesen werden konnte, durften Juden nach Zahlung einer Gebühr wieder nach Berlin siedeln. Wurden dann jedoch 1573 erneut, diesmal für 100 Jahre, vertrieben. Also wirklich eine ganz kranke Scheiße, die da abging. Westlich von Berlin wurde 1527 der Tiergarten als Jagdrevier für die Kurfürsten angelegt und 1573 als Verbindung zum Schloss ein Reitweg gebaut. Und dieser Weg war später dann irgendwann auch die Straße unter den Linden. Dadurch entwickelte sich die Stadt auch immer weiter in den Westen. Was in Rostock komischerweise auch so gewesen ist. Warum auch immer. Joachim II., Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen, führte 1539 die Reformation in Brandenburg ein und beschlagnahmte im Rahmen der Säkularisation Besitzungen der Kirche. Das erworbene Geld benutzte er für Großprojekte wie den Bau der Zitadelle Spandau und des Kurfürstendamms. 1539 gab es die erste Druckerei in Berlin. Was? Jetzt kommen wir zum sogenannten Knüppelkrieg zwischen Berlin und Spandau. Der brandenburgische Kurfürst Joachim II. Wollte im August 1567 als Volksbelustigung eine Art Manöver zwischen Berlinern und Spandauern durchführen. Die Berliner und Kölner hatten kurze Knüppel und Stangen in der Hand und kämpften so ein bisschen mit den Spandauern, die da hingehen sollten. Sie wurden jetzt nicht extrem attackiert, aber es war trotzdem so ein bisschen weird. Unter den Zuschauern des ganzen Spektakels war auch der Kurfürst.
Am zweiten Tag waren sie auf der Harfe gewesen und spielten das dann nochmal nach. Nur, dass die Spandauer diesmal ins Wasser geschubst wurden. Sie wurden aber alle unverletzt gerettet. Am dritten Tag sollte es eine offene Feldschlacht werden. Es war schon im Vorhinein besprochen worden, dass die Berliner gewinnen sollten. Die Spandauer aber hatten so viel Ehrgeiz in sich gesammelt und wollten unbedingt diese erfundene Schlacht gewinnen. Also geschah das. Ey Berliner, wenn ihr gegen uns gewinnen wollt, dann kommt mal schön hinten in den Wald rein. Wir gehen da jetzt hin. Hä? War das abgesprochen? Egal, wir gehen trotzdem einfach hin, komm. Au, 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 au. Die Spandauer schlagten komplett auf die Berliner ein. Das gefiel aber dem Kurfürsten überhaupt nicht. Weswegen er sogar Kanonen aufstellen wollte gegen die Spandauer, die aber nicht geladen gewesen sind. Er griff sogar selber in den Kampf ein. Hört jetzt auf, gegen die zu kämpfen! Hört jetzt bitte auf, gegen die zu kämpfen, bitte! Und sein Pferd wurde dabei auch verletzt. Und er wurde vom Pferd abgeworfen. Der Kurfürst war über diese ganze Situation so wütend gewesen, dass er den Spandauer Bürgermeister, Bartholomäus Bier, für einige Monate in einer Festung einsperren ließ. Hat jetzt ein bisschen lang gedauert, aber ich muss das unbedingt erzählen, weil es einfach sehr funny ist. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte der 30-jährige Krieg für Berlin schlimme Folgen, wie in allen anderen Regionen auch. Ein Drittel der Häuser wurde beschädigt, die Bevölkerung halbierte sich, Friedrich Wilhelm, bekannt als der große Kurfürst, übernahm 1640 die Regierungsgeschäfte von seinem Vater. Er startete eine Politik der Immigration und der religiösen Toleranz. Die Verbindung von Oder und Spree durch den Friedrich-Wilhelm-Kanal ab 1668 brachte für Berlin wirtschaftliche Vorteile wegen geringerer Frachtkosten. In der Folge des Dreißigjährigen Krieges begann 1658 unter der Leitung von Johann Gregor Memhard der Bau einer Festungsanlage um die Stadt, die etwa 1683 fertiggestellt war. Der alte Reitweg zum Tiergarten wurde ab 1647 zur Allee ausgebaut und mit Linden bepflanzt, deswegen unter den Linden. Do you get it? Und dann baute noch Friedrich Wilhelm eine Berufsarmee auf. Es gab in Brandenburg zwei protestantische Konfessionen, deswegen gab es von 1662 bis 63 das Berliner Religionsgespräch, was sich irgendwie voll lame anhört, aber es war wichtig. 1685 lud Friedrich Wilhelm die französischen Hugenotten nach Brandenburg ein. Das kennt ihr sicherlich aus der Schule, denn ich glaube, da hat man auch drüber geredet. Über 15.000 Franzosen kamen, von denen sich 6.000 in Berlin niederließen. Um 1700 waren 20% der Berliner Einwohner Franzosen und ihr kultureller Einfluss war sehr groß. Viele Einwanderer kamen außerdem aus Böhmen, Polen und Salzburg. Der erste Kirchenneubau für die Anhänger der reformierten Kirche war die 1695 erbaute Parochialkirche. Die Berliner Hugenottengemeinde ließ die französische Friedrichsstadtkirche errichten. Um die Residenzstadt zum Mittelpunkt der Künste und der Wissenschaften zu machen, gründete der Kurfürst Friedrich III. 1696 die Akademie der Maler, Bildhauer und Architekturkunst, sowie um 1700 die Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften. Geiler Name. Der Kurfürst Friedrich III. Wurde preußischer König. 1701 wurde Berlin zur Hauptstadt des preußischen Staates. Und hier ging es richtig ab. Am 17. Januar 1709 wurde das Edikt zur Bildung der königlichen Residenz Berlin durch Zusammenlegung der Städte Berlin, Köln, Friedrichswerda, Doreenstadt und Friedrichstadt erlassen. Die richtige Vereinigung der ganzen Städte gab es dann am 1. Januar 1710. Diese ganzen Vorstädter waren nun also gleichgestellt mit den Bewohnern von Berlin-Köln. Die Stadt entwickelte sich immer weiter in den Westen. 1711 wurde die Berliner Sternwarte eingeweiht. Außerhalb der Stadt gab es 1710 das Lazarett für Pestkranke. Das wurde dann später 1727 zum Bürgerhospital unter dem Namen Charité. Es gab hier eine kurfürstliche Bibliothek, es gab hier schon Zeitungen in Berlin, es gab hier wirklich alles. Der nächste König von Preußen war Friedrich Wilhelm I. Er vergrößerte das stehende Heer und Preußen wurde damit zu einer der bedeutendsten Militärmächte von Europa. Rund 20% der Berliner galten als Militärbevölkerung. Das waren dienende, beurlaubte oder invalide Soldaten samt ihren Familien. Hier kann man nochmal erwähnen, dass Berlin zu diesem Zeitpunkt sehr viele Einwohner hat. Er baute noch die Akzise-Mauer um die Stadt herum, die Berliner Mauer, galt nicht nur als Kontrollfunktion, sondern sollte auch dazu dienen, dass die Soldaten einfach nicht so flüchten können. Es entstanden sehr viele neue Gebäude, auch sehr viele militärische neue Gebäude in Berlin und Umgebung. In der Breitenstraße fanden auch oft Bestrafungen statt. Da gab es zum Beispiel Spießrutenlaufen, was über Soldaten dann verhängt wurde, wenn die irgendwie Scheiß gebaut haben. Von 1717 bis 1719 wurde eine königliche Pulverfabrik errichtet. Dadurch siedelten dann nochmal Franzosen in die Stadt ein. Berlins größte Manufaktur war das Königliche Lagerhaus. Das bedeutendste Großunternehmen war das Bank- und Handelshaus Splittgerber und Daum.
Eine der ersten Versicherungen in Deutschland wurde 1718 mit der Feuersozietät gegründet. Es gab recht viele große Verwaltungsgebäude und generell sehr viele königliche Sachen. Auffällig bei der Stadtentwicklung und bei diesen ganzen Neustädten sind die geordneten Straßenraster, was man heutzutage natürlich immer noch erkennt. Ganz typisch. Sehr lange, gerade Straßen, man kann richtig weit durchgucken, was auch für die damalige Zeit wahrscheinlich auch sehr geil aussah und sehr modern. Die Bürger der königlichen Stadterweiterung waren verpflichtet, in ihren Häusern Soldaten mit ihren Familien einzuquartieren. Im Jahr 1740 kam Friedrich II. An die Macht, beziehungsweise Friedrich der Große. Unter ihm wurde die Stadt zum Zentrum der Aufklärung. Der bekannteste Berliner Philosoph der Zeit war Moses Mendelssohn. Mendelssohn, oder wie der hieß. Mehrere Vereinigungen der Freimaurer entstanden und Vereine, wie die Gesellschaft der Freunde oder die Gesellschaft naturforschender Freunde, die zu dieser Zeit dann gegründet wurden. 1741 begann man, das Opernhaus zu bauen. Es entstand die Königliche Bibliothek. Die Königliche Porzellanmanufaktur, man Zucker, Reine. Also sehr viele Sachen entstanden. Vor allem aber auch neue Kasernen. Die inzwischen militärisch veraltete Festungsanlage wurde ab 1734 abgerissen. Doch dann kam der Siebenjährige Krieg. Die Stadt wurde kurzzeitig zweimal von den Österreichern und später dann nochmal von den Russen besetzt. Also die Russen waren schon vorher in Berlin. Ja. Und dann 1786 kam Friedrich Wilhelm II. Es gab sehr viele Erneuerungen bei der Mauer und bei den Stadttoren. Und im April 1788 wurde das Brandenburger Tor gebaut. Ein wirklich krasses Wahrzeichen für die gesamte Stadt. Zum Ende hin des 18. Jahrhunderts war Berlin, wie schon vorhin erwähnt, eine der wichtigsten Zentren, wenn es um Aufklärung ging. Professoren, Lehrer, Künstler und Beamte entwickelten langsam, aber sicher ein unabhängiges Denken. Es gab ein sehr großes Interesse an Politik und an Literatur. Viele Menschen trafen sich in den Berliner Saloons. Auch Frauen und Juden gewannen Freiräume, die sie außerhalb der Saloons nicht besaßen. Und die Französische Revolution in Frankreich war in Berlin auch sehr heftig. Also es gab sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Die Zeitungen in Berlin sprachen auch die ganze Zeit über die Ereignisse, die dort geschehen sind. Auch über die Hinrichtung vom König. In den Zeitungen wurde von einem Sieg der Vernunft gesprochen. Die Stadt selbst war aber nicht wirklich revolutionär. Natürlich gab es sehr viele freie Gedanken, aber es war jetzt nicht so wie in Paris. Und logischerweise mochte Friedrich Wilhelm II. Die ganzen Veröffentlichungen der Zeitung nicht so sehr. Er sprach zum Beispiel auch von der Pressfrechheit. Unter Friedrich II. Ist Berlin eine der größten Städte, wenn nicht sogar die größte Stadt, von ganz Deutschland gewesen. Sie war schon fast so wie Wien oder wie Weimar. Und die Kultur ging hier richtig ab. Also es gab sehr viele Dichter, sehr viele Künstler, Architekten. Aber so Kulturgrößen wie Herder, Goethe oder Mozart gab es halt nun mal nicht. War nicht so extrem. Das französische Komödienhaus wurde dann zum Deutschen Nationaltheater umbenannt. Und da war kulturell sehr viel zu holen, da jetzt auch Stücke von Schiller, von Shakespeare oder von Goethe aufgeführt wurden. Dazu entstanden auch sehr viele prächtige Hofpaläste, wie zum Beispiel das Schloss Bellevue, was 1786 fertiggestellt wurde. In der Stadt gab es auch sehr viel Müll, sehr viel Mist. Es soll auch sehr stark noch in dieser Stadt gestunken haben, logischerweise. Es war in anderen Städten ja nicht so wirklich anders. Die ganzen Straßen waren auch meistens nicht so wirklich bepflastert. Und durch die ganzen Menschenmengen, die dort lang gingen, wurde so viel Staub aufgewirbelt, dass manche Leute über Staubwolken gesprochen haben. Also es war wirklich sehr staubig. Der Schriftsteller Marie Henry klagte zum Beispiel darüber, wie bloß jemand auf die Idee gekommen sei, mitten in all dem Sand eine Stadt zu gründen. Und Friedrich von Köln sagte, dass Berlin in den Sandwüsten Arabiens liegen könnte. Nur die wenigsten Stadtviertel wurden auch von Öllaternen beleuchtet und die Lichter konnten auch ungefähr nur bis zur Mitternacht brennen, weil es sehr teuer gewesen ist. Langsam wurden aber ein paar Straßen bepflastert. In den 1790er Jahren gab es im Textilgewerbe eine richtig krasse Krise, von der auch Berlin betroffen war. Und der Textilsektor mit 25.000 Personen war der größte Berufszweig der ganzen Stadt. Es gab sehr viele Streiks von den Arbeitern, weil die halt weniger Lohn bekommen haben, weswegen es auch sehr starke gewaltsame Zusammenstöße mit dem Militär gegeben hat. Und nicht alle Arbeiter fanden dann noch eine Unterkunft. Und jetzt kommen wir langsam eigentlich schon zur Franzosenzeit, aber ich will euch natürlich schön auf die Folter spannen, deswegen kommt noch ein zweiter Part zur Geschichte von Berlin irgendwann raus. Ich nehme das gerade im Februar auf, deswegen ich habe keine Ahnung, wann es rauskommt. Aber ich hoffe, es hat euch schon bis hierhin gefallen und ich hoffe, ihr guckt noch weiter, denn der nächste Part wird auch sehr geil. Hoffe ich. Also bis dann, haut rein und ciao.